im Experiment zu neuem Leben erweckt. Der sogenannte Thermenherrscher und das griechische Original des Faustkämpfers. 1885 kamen beide Bronzen in Rom nebeneinander ans Tageslicht auf dem Hügel des Quirinals. Heute sind die zwei Ikonen der griechischen Kunst Glanzlichter im Museum Palazzo Massimo alle Terme. Wie gelang es, vor mehr als 2000 Jahren solche lebensnahen Skulpturen zu erschaffen? Welche Helden oder Personen verkörperten die zwei? Das war lange ein Rätsel. In der Antike war ungepflegtes Körperhaar charakteristisch für einen Barbaren, nicht für einen Griechen. Ein Indiz? Grundlagen für die Erforschung und das Experiment einer Rekonstruktion legen auch Naturwissenschaftler der Universität Tor Vergata in Rom mit einem neuen Verfahren, der Thermografie. Wie und warum haben die Bronzeschmiede damals einzelne Metallelemente zusammengefügt? Das Ergebnis bringt tatsächlich Licht ins Dunkel. Ganz erstaunliche Details kommen dabei an den Originalen zutage. Röntgenbilder beleuchten auch antike Reparaturen, die unmittelbar nach dem Guss ausgeführt wurden. Eingriffe, die aufgrund von Produktionsfehlern notwendig wurden. Einblicke in das Innenleben liefert die Endoskopie. Dank einer kleinen Kamerasonde mit Lichtquelle tauchen dabei hörnchenartige Konstruktionen auf. Und zwar in den beiden Köpfen der Bronzen. Ihre Funktion bleibt rätselhaft. Die Expertin Alexandra Bongartz tastet mit einem hochauflösenden Handscanner die Oberflächen ab. Das Ergebnis zeigt eine besondere Detailtreue, der 3D-Scan. Ideale Voraussetzungen für eine originalgetreue Kopie. Wie meisterhaft die kreativen Künstler bis in die letzten Feinheiten schon die Form gestalteten, das lässt eine geniale Zusammenarbeit in einer erfahrenen Werkstatt vermuten. PMMA-Material, Plexiglaspulver, wurde in sehr feinen Schichten von 0,2 mm durch den Druckkopf eines 3D-Druckers verklebt und in Paraffinwachs getaucht. Die daraus entstandenen Wachsmodelle werden in Szene gesetzt. Die Archäologin und die Goldschmiedin diskutieren, wie sie die prägenden farbigen Elemente vorbereiten können. Am Modell werden die Formen der Brustwarzen mit Silikon und Gips abgenommen. Am Original erkannte man, dass diese aus rötlichem Kupfer bestanden. In Vertiefungen der Bronze werden sie dann vorsichtig eingehämmert. Für die späteren Einlegearbeiten in Metall, die Wunden und Blut wiedergeben, werden die Bettungen in der Gussform nachgearbeitet. Ein erster Blickkontakt, Test für die Gruppenausstellung. Wir haben da noch sehr viel Naturwissenschaft jetzt zusammen mit den römischen Kollegen betrieben. Die Radiographie hat gezeigt, dass beide Bronzen, überraschenderweise, nicht nur den Rumpf als Ganzes gegossen haben, sondern zusätzlich noch das rechte Bein. Das verbindet sie unmittelbar, das ist eine Seltenheit. Andererseits haben beide Bronzen in ihren Köpfen, ungefähr auf der Höhe der Wange, zwei Haken, intern, unterhalb der Augen. Ein Element, das wir nicht erklären können bisher, aber das sehr selten ist und die beiden Figuren unmittelbar miteinander verbindet. Mit einer feinen Schicht aus Keramikstaub wurde das Wachsmodell ummantelt. Bei 700 Grad dann das Wachs verdampft. Durch die Gusskanäle, später in den dadurch entstandenen Hohlraum, flüssige Bronze eingefüllt. Damals wie heute. In der Kunstgießerei Strassacker in Süßen bei Stuttgart wird das Experiment weitergeführt. Bronze schmilzt bei 1084 Grad. Wie die Metallurgen vor mehr als 2000 Jahren aus Kupfer, Blei und Zinn die ideale Mischung für die Bronzelegierung herstellten, ist nirgendwo im Detail überliefert. Zum Alltag der Griechen gehörten Kunstwerke. Wie die Meister den Körper in Bewegung mit Muskeln und Sehnen lebensnah in Szene setzten, ist atemberaubend. Dabei konnten sie sich wohl auf die Erkenntnisse der griechischen Medizin beziehen. Die intellektuellen und künstlerischen Fähigkeiten der Griechen führten damals zu revolutionären technischen Errungenschaften. So zauberten sie in einem genial organisierten Team einen bunten, Lebendigkeit imitierenden Kosmos. Nicht in goldener Farbe glänzten die Statuen im Freien, sondern mit einer dunkleren Patina wie sonnengebräunt. Nach einer Dusche aus verdünnter Schwefelleber wird die künstliche Patina später dann noch durch Feuerbehandlung intensiviert. Die technischen Fortschritte erreichten damals eine ungeahnte und heute nicht wieder erreichte Perfektion.
Nur wenige Originalbronzen sind im Laufe der Jahrtausende nicht eingeschmolzen worden, sondern dauerhaft konserviert. Ein athletischer Körper mit sinnlicher Anziehungskraft. Durch den Boxkampf sind auch die Ohren und das Gesicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die rötliche Patina entspricht der plastischen Schwellung und betont diese Spuren. Auch der Faustkämpfer vor der künstlichen Patinierung mit der hochempfindlichen, glänzenden Oberfläche unbehandelter Bronze. Mit chemischen Mischungen auf der Basis der Schwefelleber setzt der Experte weitere farbliche Akzente. In der Antike pflegte man Bronzen nicht nur regelmäßig mit Bitumen als Schutz gegen Korrosion, sondern setzte es auch als Gestaltungsmittel ein. Wir haben uns einfach die Bronzen nochmal angeguckt und dann gesehen, dass auch der Stehende gerade aus einem Boxkampf herauskommt. Die Ohren sind geschwollen, die Stirn ist angeschwollen oder sind kleine Schnitte, sogenannte Cuts, wie man im Boxkampf sagt. Platzwunden. Das heißt, er hat erzählerisch eine unmittelbare Verbindung zum sogenannten Faustkämpfer. Die Spurensuche erhärtet die Vermutung. Der bocksüchtige König am Schwarzen Meer wird in drastischer Weise als Unterlegener im Kampf gegen den griechischen Helden Polydeukes, Bruder des Kastor, dargestellt. Ein berühmtes Abenteuer der Argonautensage. Wir wissen aus den Schriftquellen, zum Beispiel von Plinius, aus seiner Naturgeschichte, dass die Griechen ihre Bronzen mit Asphalt, mit Bitumen bemalt haben und zwar richtig gestaltet haben. Und wenn man Asphalt nimmt, der ist natürlich eigentlich schwarz, aber man kann ihn verdünnen mit trocknenden Ölen zum Beispiel. Und dann hat man ein breites Farbkompendium von einem hellen, bräunlichen Farbton bis hin zum Schwarz. Wie mit einem Schlagring, mit unterschiedlich breiten Lederriemen, auch mit tödlichem Metall verstärkt, war der Kämpfer gewappnet. Obwohl so bestens ausgerüstet, unterlag Amykos dem Widersacher, der den gefährlichen Schlägen geschickt ausgewichen ist. Die Zusammenarbeit mit der Goldschmiedin Christina Balzer geht in die letzte Runde. Im Gesicht setzt die Goldschmiedin die nach der Rezeptur ihres Meisters rötlich eingefärbte Kupferstäbchen ein, die rinnendes Blut darstellen sollen, und hämmert die Kupfereinsätze in den Vertiefungen fest. Auch die geschwollene Lippe aus rötlichem Kupfer steigert die Ausdruckskraft der Gesichtszüge. Was aber vor allem die Emotionen anspricht, ist die Augenpartie. Nur selten sind an den antiken Köpfen die Augen erhalten. Vor mehr als 2000 Jahren wurden Materialien wie Knochen, Elfenbein, Alabaster, Marmor, farbiges Glas und farbige Edelsteine verwendet, um das menschliche Auge möglichst getreu nachzuahmen. Eine neue exotische Aufgabe für die Steinschleifer in Idar-Oberstein. Quarzit für das Augenweiß wird in die Form des Augapfels geschliffen, um ihn an die abgegossene Teilform des Bronzegesichtes anzupassen. Nur von außen können die Augen in die fertige, komplette Bronzefigur eingefügt werden. Den Figuren verleihen erst die Augen ihre magische Ausstrahlung, ihre sinnliche Präsenz. Sie sprechen den Betrachter unmittelbar an und manche Statuen wurden in der Antike sogar für lebendig gehalten, zumindest im ersten Augenblick. In eine Hülle aus Kupferblech, aus dem auch die Wimpern ausgeschnitten werden, wird schließlich das fertige Auge einmontiert. Ein intensiver Blick, der niemanden kalt lässt. Also die Augen bestehen aus Obsidian, aus einem natürlichen Glas, das ist die Pupille. Außen herum ist blauer Chalcedon und um die Iris als Irisrand ist nochmal ein Onyx und das Augenweiß besteht aus Quarzit. Und die Karunkel hinten am Auge, das ist ein Stück Koralle. Auch die blutunterlaufene Hautschwellung unter dem Auge als Relikt eines heftigen Faustkampfes wird separat eingefügt.
wie am Original, das ergaben auch Analysen der Naturwissenschaftler in Rom. Als plastische Krönung setzen funkelnde, reflektierende Edelsteine, hier Granate, Akzente und erhöhen noch die Intensität der Verwundung. Eine raffinierte Reanimation mit grandiosen Ideenreichtum in Szene gesetzt. Die Verletzungen sind aus verschiedenen Materialien gearbeitet. Aus Bronze, aus Kupfer und aus Edelsteinen. Das blaue Auge, also das Hämatom, hier ist aus einer speziellen Bronzelegierung mit einem höheren Bleianteil. Die Wunden selbst aus Kupfer. Und in die zentralen Stellen, dort wo das Blut austritt, direkt aus dem Fleisch, ist nochmal zusätzlich ein Edelstein eingesetzt worden, um natürlich auch das Glanzlicht und die Tiefe der Flüssigkeit des Blutes darzustellen. Die beiden in Bronze gegossenen Gegenspieler, identifiziert als Akteure der Argonautensage. Auf ihrer Schiffsreise begegnen die Griechen, so die Legende, am höchsten Hügel des Bosporus dem bocksüchtigen König Amykos, der hier an dieser Quelle verehrt wurde. Die Argonauten fahren durch den Bosporus, dort wo heute Istanbul liegt, und erleben zahlreiche Abenteuer. Die wurden in der Antike verortet. Da wurden bestimmte Kulte den einzelnen Abenteuern auch zugeschrieben. Und diese Kulte haben eine Kontinuität, eine Tradition und werden zum Teil auch noch heute gefeiert. Auf ihrer Suche nach dem goldenen Vlies wagten sich die griechischen Helden nach Norden in das mythische goldreiche Land Kolchis im heutigen Georgien, am Ostufer des Schwarzen Meeres. Das erzählt die Sage. Dort wird Jason der Prinzessin und Zauberin Medea begegnen. Durch Medeas Liebe wird der griechische Held das goldene Vlies erhalten und in die Heimat zurückkehren. Musik